Also dann mal auf Deutsch weiter. ja, wie mittlerweile seit einigen Jahren wird uns dieses Jahr wieder Herr Hase, Maha, mit Nebelsprech statt Neusprech unterhalten. Und ich denke, es wird wieder sehr amüsant. Freue mich drauf. Und hier ist für euch Maha. Riesenapplaus bitte. Man mich überhaupt hier hinter diesem... Ja. Also, ich... Also hier müsste... Das Mikrofon ist eigentlich an meinem Gesicht. Also. Hallo? Okay, also, ich bin natürlich... This is my fuck-up. Ich habe vergessen, den guten Mann anzuschalten. So, jetzt darfst du. Wir sind die Borg, Widerstand ist zwecklos. Ja. Ja, also ich bin natürlich schon etwas nervös. Da bin ich gefragt worden, warum eigentlich, weil ich doch das eigentlich beruflich mache, das Sprechen vor größeren Menschenmengen. Nur wenn ich in der Uni über Grammatik spreche, kommen 5 Leute. Und auch hier geht es um Grammatik, ihr werdet sehen. Ich habe You have been warned. Also, was jemand willentlich verbergen will, sei es vor anderen, sei es vor sich selber, auch was er unbewusst in sich trägt, die Sprache bringt es an den Tag. Dieser Ausspruch stammt von Viktor Klemperer, 1947 in seinem Buch über die Sprache des Dritten Reichs veröffentlicht. Und dieser Text ist, glaube ich, ganz wichtig für das, was ich heute sagen will. Also ich spreche über einen sprachlichen Nebel und trotzdem ist dieser Nebel letztlich erhellend. Auch das Wort unbewusst wird heute Abend eine gewisse Rolle spielen. Der Titel hat auch einen Grund, der Haupttitel, das ist nämlich ein Zitat aus der Vereinbarung für die gescheiterte Koalition von SPD und Grünen in Berlin. Da heißt es, das Projekt des 16. Bauabschnitts der Bundesautobahn 100 wird nicht grundsätzlich aufgegeben. Die Koalition setzt sich aber aktiv und ernsthaft dafür ein, dass eine Umwidmung der Bundesmittel ermöglicht wird. Zunächst mal fällt auf, da steht, wird nicht grundsätzlich aufgegeben. Ein Passiv, das Passiv wird heute noch eine Rolle spielen. Man fragt sich, was bedeutet an dieser Stelle grundsätzlich überhaupt? Also es wird vielleicht doch aufgegeben. Und warum im Passiv? Wer gibt es denn hier nicht auf? Also irgendwie will man das nicht sagen, weil man es ja doch selber vielleicht aufgibt. Und trotz des Passivs heißt es im nächsten Satz, die Koalition setzt sich aber aktiv und ernsthaft dafür ein. Und das ist ein typisches Beispiel für Nebelsprech, denn ja, aktiv und ernsthaft hat eigentlich keine Bedeutung an der Stelle. Das erkennt man daran, wenn man das negiert, wenn man also das Gegenteil davon bildet, dann ist es völlig sinnlos. Setzt sich passiv und scherzhaft dafür ein? Das geht nicht. Also es geht nur aktiv und ernsthaft. Und man erkennt solche Füllsel, also solche Füller, die eigentlich nichts aussagen, insbesondere auch daran, dass sie gerne paarweise auftreten. Wir werden nachher noch mehr Beispiele haben. Es reicht nicht einfach zu sagen, wir setzen uns aktiv dafür ein, sondern es muss aktiv und ernsthaft sein. Und dadurch, dass das hier so besonders betont wird, ist das ein guter Hinweis darauf, dass man es eigentlich nicht will. Wie gesagt, die Sache ist ja auch gescheitert. Also, es geht heute um Füllsel, sogenannte Passepartout-Wörter, Wörter, die immer passen. In der Linguistik sagt man, es handelt sich um intentionsarme Wörter. Das ist kein Typo, das ist also Intention mit S. Intentionsarme Wörter, das heißt bedeutungsleere Wörter. Davon werden wir eine ganze Menge sehen. Und ich frage auch, das sparen wir uns dann auch für die Question and Answer, was diese Wörter vielleicht bedeuten. Da könnt ihr euch dann Gedanken drüber machen. Ja, dann gibt es häufig Doppelungen. Da gibt es auch ein schlimmes linguistisches Wort, hendia dioin. Das kommt aus dem Griechischen und heißt eigentlich nur, hen heißt eins, dia durch und dioin zwei. Also eins durch zwei.
Man will eine Sache sagen, verteilt das aber auf zwei Wörter, sogenannte Doppelungen. Ja, und das Passiv, haben wir schon gesehen, spielt eine Rolle. Auch Nominalisierungen, dass man nicht ein Verb verwendet, sondern irgendwie was mit Substantiven ausdrückt. Wir werden dann viele Beispiele dazu noch sehen. Dann kommt etwas ganz Kompliziertes, was ich gar nicht zu erklären wage, weil die Leute dann in meinen Vorlesungen immer rausgehen. Dann sind es nur noch zwei. Präsuppositionen und Implikaturen. Ist ja nicht so schlimm, hier können ja ein paar rausgehen, ist ja genug da. Wir werden über Negationen sprechen und wir werden über den Konjunktiv 2 sprechen, den Konjunktiv irrealis. Irrealis, etwas, was nicht real ist, was nur vorgestellt ist. Und das ist ja häufig bei Politikern so, dass man so ein bisschen an der Realität vorbeischrammt. Wir beginnen mit dem Passiv, und zwar mit einem besonderen Passiv, das bisher in der Linguistik keinen richtigen Namen hatte. Ich habe mir mal einen Namen ausgedacht, ich nenne das Gutenberg-Passiv. Ich hoffe, dass sich der Begriff etabliert und demnächst in der Wikipedia zu finden ist. So. Das ist der gute Mann hier mit ganz verschlagenem Blick. Und wir hören uns mal an, was er uns zu sagen hat. Und wie gesagt, es geht ums Passiv. Bitte achtet auf das Passiv. Für diese Stellungnahme bedurfte es keine Aufforderung und sie gab es auch nicht. Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allem Nachdruck von mir. Sie ist über etwa 7 Jahre neben meiner Berufs- und Abgeordnetentätigkeit als junger Familienvater in mühevollster Kleinarbeit entstanden und sie enthält fraglos Fehler. Und über jeden einzelnen dieser Fehler bin ich selbst am unglücklichsten. Es wurde allerdings zu keinem Zeitpunkt bewusst getäuscht oder bewusst die Urheberschaft nicht kenntlich gemacht. Und ich werde selbstverständlich aktiv mithelfen, festzustellen, inwiefern darin ein wissenschaftliches, und ich betone, ein wissenschaftliches Fehlverhalten liegen könnte. Ja, eigentlich schon alles gesagt. Alles passiv und am Ende wird er aktiv mithelfen. Ja, also hier ist nochmal der Text. Und da sehen wir gleich am Anfang eine Konstruktion, die passivisch ist, nämlich meine von mir verfasste Dissertation. Die Dissertation ist verfasst worden, ist ein Partizip passiv. Die Konstruktion fällt natürlich auf, denn die ist ungewöhnlich. Man sagt normalerweise meine Dissertation. Setzt natürlich voraus, dass man die Dissertation selbst geschrieben hat. Oder man sagt die von mir verfasste Dissertation. Aber was haben wir hier? Ihr wisst, ein Handy adjoin, meine von mir verfasste Dissertation. Wenn man das doppelt sagen muss, dann stimmt irgendwas nicht. Ne? Dann befinden wir uns im Nebel. Ja, es geht aber weiter. Hier steht, sie ist in mühevollster Kleinarbeit entstanden. Ich sage jetzt nichts über mühevollste Kleinarbeit. Ne? Das spricht für sich selbst, Hyperbel hatten wir schon mal, aber sie ist entstanden. Das ist jetzt kein Passiv, aber es ist auch eine unpersönliche Konstruktion. Sie ist entstanden, es ist ein sogenanntes resultatives Verb, da kommen wir dann später noch drauf. Also auch nicht, also sie ist irgendwie von selbst entstanden. Ne? Sie ist entstanden. Da ist sie da. Und jetzt wollen wir aber wissen, ja, wer hat sie denn nun geschrieben? Es wird aber nicht beantwortet, es wird gesagt, es wurde allerdings zu keinem Zeitpunkt bewusst getäuscht. Eine Passivkonstruktion, eine Konstruktion ohne Subjekt. Das Adverb bewusst ist aber eins, was sich auf das Subjekt bezieht. Es ist eigentlich gar kein richtiges Adverb, sondern es ist eigentlich so was, man nennt das Depiktiv und es beschreibt das Subjekt, aber das Subjekt ist nicht da. Also bewusst getäuscht, es wurde bewusst getäuscht, geht irgendwie nicht. Und dann, oder bewusst die Urheberschaft nicht kenntlich gemacht. Wieder passiv, wir wissen nicht, wer es getan hat. Das bleibt offen. Und es gibt noch einen interessanten Effekt. Da steht zu keinem Zeitpunkt, das bezieht sich auf beide Satzteile, und dann gibt es tatsächlich eine doppelte Negation. Zu keinem Zeitpunkt bewusst die Urheberschaft nicht kenntlich gemacht. Das ist schon seltsam.
Vor allen Dingen dann, also man kann jetzt nicht die doppelte Negation auflösen. Man kann nicht sagen, es wurde immer unbewusst, nee, es wurde immer bewusst kenntlich gemacht. Das geht nicht, weil das die erste Negation sich auf bewusst bezieht. Also man könnte die erste weglassen, indem man sagt, immer unbewusst nicht kenntlich gemacht. Aber was soll das heißen? Immer unbewusst nicht kenntlich gemacht. Das ist völlig sinnlos. Auch ist diese Aussage etwas seltsam, denn als Verteidigung taugt die gar nicht. Wir stellen uns mal vor, jemand geht in den Mediamarkt und nimmt, ohne zu bezahlen, einen Laptop mit. Das macht er einmal, gut, kann passieren, zweimal, dreimal, sagen wir mal so 80 Mal und dann wird er vielleicht irgendwann gefasst. Und dann sagt er vor Gericht, ja, es wurde zu keinem Zeitpunkt bewusst gestohlen oder bewusst der Preis nicht bezahlt. Ne? Das geht halt nicht. Ne? Vor allen Dingen fragt man sich, wer ist denn jetzt hier der Dieb oder der Täuscher? Und insbesondere das Verb täuschen passt eigentlich gar nicht zu, unbewusst täuschen geht ohnehin nicht. Ne? Ja, also wir sehen, passiv spielt für Gutenberg eine besondere Rolle. Das bleibt auch so. Wir machen einen Zeitsprung von 8 Monaten, kommen also zum Ende des Jahres, da erscheint dieses Buch vorerst gescheitert. Wir sehen wieder gescheitert, ein Partizip. Es ist diesmal kein Passiv, aber es ist sowas Ähnliches. Also ich scheitere eventuell, das kann ich so konstruieren. Und dann, wenn wir das ins Perfekt setzen, heißt es nicht, ich habe gescheitert, sondern ich bin gescheitert. Diese Partizipien im Perfekt, die sich mit sein verbinden, sind eher selten. Das geschieht bei Bewegungsverben, laufen und so. Und es geschieht bei sogenannten Verben, die heute auch oft als unakkusativisch bezeichnet werden oder ältere Bezeichnungen sind Resultativverben oder Pseudopassivverben. Also bei Verben, bei denen derjenige, der handelt, eigentlich nicht handelt, also nichts tut. Zum Beispiel beim Erwachen, ich bin erwacht oder ich bin eingeschlafen, da handelt man nicht wirklich, das geschieht einfach so. Und das Scheitern geschieht eben auch so. Also offenbar wird hier angedeutet, der Mann kann nichts dafür, ne? Der hat nichts aktiv gemacht, er ist einfach mal so gescheitert. Das an den widrigen Umständen. Das geht auch weiter im Text. Ich habe jetzt hier den Text rausgenommen, allerdings zitiert nach dem Vorabdruck in der Zeit. Ich wollte das Buch nicht Raubmord kopieren. Also jetzt heißt es die sorgfältige Detailarbeit. Ne, vorher war es die mühevollste Kleinarbeit. Jetzt ist die sorgfältige Detailarbeit. Gerade das korrekte Einarbeiten und Zitieren fremder Quellen ist wiederholt unterblieben. Wir kennen das schon. Ist unterblieben, so eine resultativ unakkusativische Konstruktion. Ne, also wieder nichts getan. Es ist einfach mal so unterblieben. Und es geht so weiter. Es steht völlig außer Frage, dass ich einen auch für mich selbst ungeheuerlichen Fehler begangen habe. Endlich mal hat er selber was getan, den ich auch von Herzen bedauere. Das ist in dieser sehr hektischen Zeit damals auch ein Stück weit untergegangen. Wieder untergegangen, so, ne? Von selbst. Ebenso wie man sich damals bereits entschuldigt hat. Im Personal, das hat auch Giovanni Di Lorenzo bemerkt und hat dann gleich gesagt, wieso sagen Sie jetzt Mann? Und darauf antwortet Gutenberg, das Mann soll auch keine Distanzierung bedeuten. Das ist ein anerzogener Sprachgebrauch. Anerzogen ist natürlich wieder passiv, der sich bei mir wahrscheinlich über die Jahre hinweg eingeschliffen hat, der eine gewisse Form von Zurückhaltung zum Ausdruck bringen soll und den man zu Recht kritisieren kann. Man kann kritisieren. Es geht weiter mit unserem Passiv. Der Fehler war bereits relativ früh angelegt. Zustandspassiv. Und es geht weiter. Aber in diesem unglaublichen Wust von selbstgeschriebenen und fremden Fragmenten, also wer hat jetzt selbst geschrieben, wird auch nicht gesagt, hätten die fremden Fragmente eben mit Quellenangaben sauber gekennzeichnet werden müssen. Ja, von wem? Und hätten, irreal ist, da kommen wir dann noch drauf. Und es geht weiter. Naja, in den Arbeiten, in den Jahren 2005 und 2006, als die Arbeit abgeschlossen wurde, von wem, war das sehr wohl bekannt.
Also wir erfahren hier überhaupt nicht, wer die Arbeit geschrieben hat. Es könnte sein, dass er selbst das gemacht hat. Es könnte sein, dass das andere Leute gemacht haben. Wenn er es selbst gemacht hat, will er sich irgendwie davon distanzieren, keinen Regress übernehmen. Es könnte auch beides zutreffen. Ja, also so viel zum Gutenberg-Passiv. Demgegenüber steht ein anderes Passiv, eins, bei dem tatsächlich auch handelnde Personen genannt werden. Und dieses Passiv nenne ich jetzt mal das Uhl-Passiv. Wir hören uns das mal an. Kollegen, seit einer guten Woche wird an einem Zerrbild gearbeitet. An dem Zerrbild, als würde der Staat sich allen Ernstes in die Computer seiner 80 Millionen Bürger einhacken. An diesem Zerrbild wird von interessierter Seite gearbeitet. Natürlich hat am besten und am glaubwürdigsten dieses Zerrbild darstellen können der Vertreter der Linkspartei, denn niemand kann besser über einen Überwachungsstaat reden wie ein Angehöriger der Linkspartei. Sie wissen, wovon Sie reden. So, schauen wir uns das mal an. Also passiv, es wird an einem Zerrbild gearbeitet. Ne? Ein Zwischenrufer sagt dann auch von der CDU. Na gut. Es wird an einem Zerrbild gearbeitet und dann wird auch schon angedeutet, von wem. Wird von interessierter Seite. Ist aber auch kein Agent, sondern eine Lokalangabe. Ne? Wo, von wo, von interessierter Seite. Also hier wird auch ein bisschen im Trüben gefischt, Nebel verursacht. Aber bei Uhl dient das Passiv dazu, werden wir gleich am Ende noch sehen, tatsächlich Handelnde zu benennen. Und er gebraucht das Passiv eigentlich sehr geschickt, weil es immer so einen Überraschungseffekt gibt. Er sagt etwas und am Ende verrät er auch, wer es tut. Also hier so ein bisschen angedeutet von interessierter Seite. Springen an das Ende der Rede, da kommt dann passiv mit handelnder Person, aber jetzt nicht, um die Handelnden irgendwie nicht zu nennen, sondern um so einen Spannungsbogen aufzubauen und dann zu überraschen am Ende. Das hören wir uns an. Kommen. Deswegen sage ich, das Land ist nicht außer Kontrolle, wie heute ein Kommentator einer großen deutschen Zeitung schwadroniert. Das ist nicht außer Kontrolle, sondern das Land wird von Sicherheitsbehörden geleitet, die sehr kontrolliert, sehr sorgfältig, sehr behutsam mit dem sensiblen Instrument der Quellenbekämpfung umgeht. Und so soll es auch sein. Das heißt, es wäre schlimm, wenn unser Land am Schluss regiert werden würde von Piraten und Chaoten aus dem Computerclub. Es wird regiert von Sicherheitsbeamten, die dem Recht und dem Gesetz verpflichtet sind. Wenn Sie von den Grünen und Teile der Linken und der SPD auf Schmusekurs gehen zu den Piraten, ist das Ihr Problem. Darin werden Sie kein Glück haben. Ja. Nochmal. Deswegen sage ich, das Land ist nicht außer Kontrolle, wie heute ein Kommentator einer großen deutschen Zeitung schwadroniert. Das ist nicht außer Kontrolle, sondern das Land wird von Sicherheitsbehörden geleitet, die sehr kontrolliert, sehr sorgfältig, sehr behutsam mit dem sensiblen Instrument der Quellenbekämpfung umgeht. Und so soll es auch sein. Das heißt, es wäre schlimm, wenn unser Land am Schluss regiert werden würde von Piraten und Chaoten aus dem Computerclub. Es wird regiert von Sicherheitsbeamten, die dem Recht und dem Gesetz verpflichtet sind. Wenn Sie von den Grünen und Teile der Linken und der SPD auf Schmusekurs gehen zu den Piraten, ist das Ihr Problem. Darin werden Sie kein Glück haben. Vielen Dank, Kollege Doktor. So, also nochmal genau, was macht er? Es geht um das Land. Und dann wird gesagt, das Land wird, und jetzt erfahren wir es, von Sicherheitsbehörden geleitet. Und dann die Gegenüberstellung, eigentlich sehr geschickt, es wird so eine Gegenüberstellung gemacht. Es wäre ja schlimm, ne? Wäre, wieder der Konjunktiv, wäre schlimm, wenn, ne? Also das Land am Schluss regiert werden würde, dieses doppelte werden würde, unterstreicht auch nochmal das Passiv, von, und jetzt kommen Sie, Piraten und Chaoten aus dem Computerclub, und jetzt nochmal, es wird regiert, und jetzt erfahren wir es endlich von Sicherheitsbeamten. Ja, also am Ende ist klar, von Sicherheitsbeamten, die dem Recht und dem Gesetz verpflichtet sind. Und wir atmen erleichtert auf, sind nicht die Chaoten.
Das ist so gewollt. Er hat ja auch im Manuskript, also es ist wahrscheinlich vorgeschrieben worden, also er hat sich tatsächlich sowas überlegt, hier diese Gegenüberstellung zu machen. Im Protokoll wird das geändert. Wir gucken uns nochmal an, was dann passiert im Protokoll. Da steht dann vielmehr verfügt das Land über Sicherheitsbehörden. Das Land verfügt. Etwas seltsam formuliert. Das Passiv ist weg, dann passt das aber natürlich auch nicht mehr so gut. Und die andere Verbesserung ist auch etwas seltsam. Es wird regiert von Sicherheitsbeamten, heißt plötzlich, wir haben Sicherheitsbeamte. Darüber habe ich ja schon in den vergangenen Jahren gesprochen, dieses Wir, wo man nicht genau weiß, wer sie nun hat. Die CSU hat Sicherheitsbeamte, die Regierung oder vielleicht wir alle. Also Sicherheitsbeamte, wir haben Sicherheitsbeamte. Die ganze Konstruktion funktioniert nicht mehr so schön. Also die Verbesserung ist tatsächlich eine Verschlimmbesserung. Außerdem ist sie weniger klar als das, was er im Original sagt. Gut. Dann gab es in diesem Jahr ein anderes Ereignis, was zu sprachlichen Kapriolen geführt hat. Ich nenne das mal das große Innehalten. Wir erinnern uns, es gab ein Unglück in Fukushima. Merkel macht dazu eine Regierungserklärung am 14. März 2011. Da hören wir kurz rein. Ich habe da schon in meinem Blog drüber geschrieben, aber ich habe noch ein paar andere Dinge hier anzumerken, die im Blog nicht stehen. Es geht also jetzt hier nicht nur um die Wörter, sondern an sich auch um den Nebel, den sie aufwirbelt. Ja, das ist so diese typische Haltung, die Margaret Thatcher auch immer hatte. Die guckt auch immer so schräg. Meine Damen und Herren, ich sagte es am Samstag und ich wiederhole es heute noch einmal. Die Berichte über die nuklearen Folgen des schrecklichen Erdbebens und der furchtbaren Flutwelle in Japan sind widersprüchlich und das ist auch heute am Montag genau so, wie es vor 2 Tagen war. Aber es gilt genauso auch, es gibt nukleare Folgen. Sie sind völlig unbestritten. Und deshalb bedeuten diese Ereignisse nicht allein für Japan eine unfassbare Katastrophe, sondern sie sind auch ein Einschnitt für die ganze Welt, für Europa und auch für Deutschland. Denn wir sind eine Welt. Wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und wir gehen auch nicht zur Tagesordnung über. Denn wir können nicht so tun, als ob die Ereignisse in Japan schon deshalb keine Auswirkungen auf die ganze Welt, auf Europa und auf unser Land hätten, weil derartig gewaltige Erdbeben und Flutwellen nach menschlichem Ermessen ja bei uns nicht eintreffen werden. Das ist zwar richtig, derart gewaltige Naturkatastrophen sind bei uns nach allen Erfahrungen und Erwartungen nicht wahrscheinlich. Und richtig bleibt auch, wir wissen, wie sicher unsere Kraftwerke in Deutschland sind. Aber ebenso bleibt richtig, dass wir auf die friedliche Nutzung der Kernenergie als Brückentechnologie noch nicht verzichten können, wenn wir unseren Energieverbrauch als größte Wirtschaftsnation Europas weiter eigenständig, zuverlässig decken wollen und wenn wir auch den Anforderungen des Klimaschutzes weiter gerecht werden wollen. Auch der Wandel des Klimas ist eine Herausforderung für die Menschheit. Und dennoch, es war und es ist kein leeres Wort, wenn ich sage, wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Und die bisherige, unbestrittene Sicherheit unserer kerntechnischen Anlagen zum Maßstab auch des künftigen Handelns machen, ohne dass wir infolge der jüngsten Ereignisse einmal innehalten. Denn die Ereignisse in Japan, sie lehren uns, dass etwas, was nach allen wissenschaftlichen Maßstäben für unmöglich gehalten wurde, doch möglich werden könnte. Sie lehren uns, dass Risiken, die für absolut unwahrscheinlich gehalten wurden, doch nicht vollends unwahrscheinlich sind. Und wenn das so ist, wenn also schon in einem hochentwickelten Land wie Japan, einem Land mit hohen Sicherheitsstandards und hohen Sicherheitsanforderungen, nukleare Folgen eines Erdbebens und einer Flutwelle nicht verhindert werden können, dann hat das eben Folgen für die ganze Welt und dann hat das auch Folgen für Europa und dann hat das Folgen für uns in Deutschland. Das verändert die Lage, auch in Deutschland. Dann haben wir eine neue Lage und diese Lage muss vorbehaltlos, rückhaltlos und umfassend analysiert werden. Und erst danach folgen Entscheidungen. Und wir haben deshalb am Samstag veranlasst, dass alle deutschen Kernkraftwerke einer umfassenden Sicherheitsprüfung
im Lichte der Erkenntnisse, die wir aus Japan haben, unterzogen werden. Und ich sage ganz deutlich, es gibt bei dieser Sicherheitsprüfung keine Tabus. Ja, okay. Nein, es kommt, ich gehe auf Einzelteile ja noch ein. Also ihr habt gemerkt, es gibt wieder unheimlich viele Passivkonstruktionen, es konnte nicht verhindert werden und also es konnte nicht angenommen werden und so weiter. Man fragt sich immer, wer das dann tut. Ich wollte aber gar nicht so sehr aufs Passiv eingehen. Ich wollte auch nicht so sehr auf den Neusprecher eingehen. Das war in einem anderen Jahr schon das Thema. Aber nukleare Folgen ist schon irgendwie sehr seltsam. Auch noch eine andere Sache, wenn wir schon beim Neusprech sind. Vorbehaltlos, rückhaltslos und umfassend muss die Lage analysiert werden. Auch wieder im Passiv. Vorbehalt, Rückhalt, umfassend. Das ist natürlich wieder mehrfach das Gleiche durch die verschiedenen Wörter ausgesagt. So Handy ja die Ohren, ein wichtiger Hinweis auf Nebel. Ja, und dann kommt die Sache mit der Tagesordnung und dem Inhalten. Auch hier möchte ich jetzt nicht so viel zu dem Wort Tagesordnung sagen und zu dem Inhalten. Inhalten, das ist halt tatsächlich pausieren. Wir haben das im Neusprechblock auch ausgeführt, kann man da nachlesen. Pausieren, aber dann doch weitermachen. Und zwar, wie die Tagesordnung es vorgibt. Jetzt ist die Frage, wer macht die Tagesordnung? Offenbar macht die jemand anders. Und es gibt keinen Ausweg. Man kann nur pausieren und dann weitermachen. Und das sollte natürlich nicht so sein. Ich möchte aber an dieser Stelle über was ganz Kompliziertes sprechen, nämlich über sogenannte Präsuppositionen. Das kommt eigentlich aus der Logik, wird aber auch in der Linguistik betrieben und ist sehr kompliziert. Deshalb möchte ich zunächst mal von Merkels Rede wegkommen und an einem fiktiven Beispiel erläutern, was eine Präsupposition ist. Ich habe also jetzt selber ein Beispiel gemacht. Das ist ein Satz, wie er in den Zeitungen stehen könnte, aber wie gesagt, fiktiv. Also der Satz lautet, zu seiner Zeit als unbescholtener Politiker, gut, das gibt's nicht, traf er sich häufiger mit dem AWD-Gründer Carsten Maschmeyer. Ich habe das deshalb ausgewählt, weil wir inzwischen wissen, dass sich Carsten Maschmeyer mit so vielen Politikern unterschiedlicher Parteien getroffen hat, dass geheim bleiben kann, wer mit er gemeint ist. Ich verrate das also nicht, allein schon aus Respekt vor dem Amt. Jetzt also als fiktives Beispiel, ich äußere diesen Satz oder in der Öffentlichkeit, also nicht hier, sondern in der Öffentlichkeit, oder schreibe ihn irgendwie auf und dann sagt der Anwalt von diesem Mann, er spricht halt gerne über Anwälte, sagt, das geht nicht, es muss eine Gegendarstellung her. Also behaupte ich das Gegenteil und sage, er traf sich nicht häufiger mit dem AWD-Gründer Carsten Maschmeyer und alle sind glücklich. Aber man sieht schon, und das ist eine Präsupposition, auch wenn ich das verneine, also das Gegenteil behaupte, bleibt immer noch hängen, dass es solche Treffen gab. Das bleibt bestehen. Es bleibt noch was anderes bestehen, was diesen Unbekannten hier wahrscheinlich nicht sehr ärgern wird. Es bleibt die Bezeichnung als unbescholtener Politiker bestehen. Also wenn ich das verneine, in seiner Zeit als unbescholtener Politiker traf er sich häufiger, oder zu seiner Zeit als unbescholtener Politiker traf er sich nicht häufiger. Er bleibt an dieser Stelle ein unbescholtener Politiker. Das Problem ist nur, in diesem Satz steht ein Präteritum und es steht zu seiner Zeit als. Es folgt also auch unzweifelhaft, dass er jetzt nicht mehr unbescholtener Politiker ist. Und das kann man sozusagen über dieses Mittel der Präsupposition dem anderen unter die Weste jubeln. Denn selbst wenn ich das Gegenteil behaupte, wenn ich das verneine, bleibt bestehen, dass damals er ein unbescholtener Politiker vielleicht war, jetzt aber nicht mehr. Also tatsächlich, das ist genau das Merkmal der Präsupposition. Egal, ob ich das Gegenteil behaupte von dem, was ich gerade behauptet habe, es bleibt irgendetwas, was ich so nebenher im Satz behaupte, einfach bestehen und nicht hinterfragbar. Wir haben das vorhin bei der Merkel-Rede gemerkt. An einer Stelle gab es Unruhe, als sie was behauptet hat.
Und dann hat sie das Gleiche nochmal so nebenher im Satz behauptet und keiner hat es gemerkt. Deshalb kommen wir jetzt zur Merkel-Rede zurück. Wir machen das jetzt wie im Bologna-Prozess. Da muss man ja auch immer sofort sein Wissen abliefern. Also ihr habt jetzt die Aufgabe, um ECTS-Punkte hier zu bekommen, jetzt bei dem Merkel-Ausschnitt, den ich jetzt nochmal vorspiele, ganz kurz nur, zu erkennen, wo ist die Präsupposition, was will sie uns unter die Weste jubeln. Also wir hören mal zu. Der Wandel des Klimas ist eine Herausforderung für die Menschheit. Und dennoch, es war und es ist kein leeres Wort, wenn ich sage, wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Und die bisherige, unbestrittene Sicherheit unserer kerntechnischen Anlagen zum Maßstab auch des künftigen Handelns machen, ohne dass wir infolge der jüngsten Ereignisse einmal innehalten. Denn die Ereignisse in Japan, sie lehren uns, dass etwas... Ja, das brauchen wir nicht mehr. Also, wir haben schon, einige haben schon gemerkt, ich habe es gesehen, Fefe hat hier, also hier ist nochmal der Text, also natürlich ganz klar, ne, egal, auch wenn wir das Gegenteil behaupten, irgendwie steckt in dem Satz die bisherige unbestrittene Sicherheit, das wird nicht hinterfragt. Hat auch vorher niemand an der Stelle, als sie vorher gesagt hat, unsere Kernkraftwerke sind sicher, gab es Unruhe im Saal. Und als sie das gesagt hat, gab es keine Unruhe, weil das einfach gar nicht wahrgenommen wird, dass hier im Nebenher behauptet wird, die seien ja immer schon sicher gewesen. Ich habe es aber doch gemerkt, weil sie einen Fehler gemacht hat. Sie hat nämlich unbestritten dazu gesetzt und das fordert Widerspruch. Wenn sie das nicht gesagt hätte, wenn sie einfach nur gesagt hätte, wir können nicht zur Tagesordnung übergehen und die bisherige Sicherheit unserer kerntechnischen Anlagen zum Maßstab auch des zukünftigen Handelns machen, hätte es wahrscheinlich nicht mal ich gemerkt. Also man kann sehr geschickt solche Behauptungen wie die Sicherheit der Kernkraftwerke hier so im Nebensatz, also in einer untergeordneten Konstruktion, irgendwie mitvermitteln. Ja, sie macht aber noch mehr. Sie gebraucht auch zur Vernebelung den Konjunktiv 2 irreal ist, also etwas ist irreal. Und ganz kurz diese Stelle, bei der... Frau Merkel, was bedeutet das Moratorium denn für die Kernkraftwerke, die ohne Laufzeitverlängerung ihre Reststrommengen schon aufgebraucht hätten? Müssen die jetzt sofort vom Netz? Das wäre die Konsequenz, ja. Also das, sonst wäre es ja kein Moratorium des von uns neu beschlossenen Gesetzes. Nachfrage dann ab wann? Ich würde mal sagen, wenn wir mit den Kernkraftwerksbetreibern gesprochen haben. Ich darf auch darauf aufmerksam machen, der Energiekonsens der Bundesregierung. Ja, also, das wäre die Konsequenz. Ja, ist sie das denn nicht? No? Also, es wäre, naja, wir machen es vielleicht doch nicht. No? Es wäre nur die Konsequenz. Denn sonst wäre es kein Moratorium. Naja, denn sonst ist es kein Moratorium. Das heißt, also zweimal irreal, was ist denn nun? Also entweder nicht die Konsequenz oder ist kein Moratorium. Also irgendwie ist alles offen hier in der Konstruktion. Und dann gleich noch weiter. Was? Müssen diese jetzt sofort vom Netz? Die Frage? In den Satz davor. Aha. Okay, okay. Ja. Aber wie gesagt, es ist zweimal jedenfalls irreales, also etwas, was vielleicht nicht wirklich ist. Und dann, ich würde sagen, lässt natürlich auch offen, was geschieht. Also wenn wir gesprochen haben. Gut. Ja, jetzt haben wir schon so viel über die CDU gesprochen. Müssen wir auch noch ein bisschen was über die SPD sagen. Und Kernkraft ist jetzt auch nicht so die Kernkompetenz der, nein, auch nicht der Bundesregierung, aber auch nicht unseres Kreises hier. Aber wir kennen uns ein bisschen besser aus mit der Vorratsdatenspeicherung und die selbsternannte Netzpartei SPD auch. Denn sie will das unbedingt. Sie hat jetzt gerade einen Beschluss gefasst auf dem Parteitag, ja zur Vorratsdatenspeicherung. Ich hatte Gelegenheit, mit einem SPD-Aktivisten zu sprechen, kurz vor Weihnachten, der mir dann gesagt hat, ja, das stimmt, jetzt sind wir für die Vorratsdatenspeicherung, aber 40% waren schon dagegen und es werden immer mehr. Gut. Aber interessant ist, wie der Text heißt, den die SPD hier verabschiedet hat. Der Titel des Textes ist sehr interessant. Da steht natürlich nicht im Titel, wir wollen Vorratsdatenspeicherung, sondern da steht, der Titel lautet wie folgt. Datenschutz und Grundrechte stärken, Datenspeicherung begrenzen.
und jetzt kennt ihr das schon mit den Präsuppositionen, ne? Datenspeicherung begrenzen, Datenspeicherung nicht begrenzen, egal was ich sage, irgendwie ist vorausgesetzt, dass es Datenspeicherung gibt. Ne? Und genau das wird uns hier unter die Weste jubeln, das kann man gar nicht mehr hinterfragen. Wir hatten das schon mal bei der sogenannten Mindestspeicherung. Wenn man etwas mindest speichert, kann man es gar nicht mehr weiter runternehmen. Das Wort Mindestspeicherung fällt auch hier in dem Text, aber es fällt nicht das Wort Vorratsdatenspeicherung, sondern es wird einfach nur von Datenspeicherung gesprochen. Gucken wir uns jetzt die Forderung noch mal etwas genauer an, was da unter anderem gefordert wird. Ja, wir setzen uns auf europäischer Ebene für eine Revision der EU-Richtlinie ein, insbesondere für die Möglichkeit, auf nationaler Ebene weitere Einschränkungen regeln zu können. Eine Verkürzung der Speicherfristen auf deutlich unter 6 Monate. Naja, Feststellungen in der Praxis haben ergeben, dass eine Speicherdauer von 3 Monaten in aller Regel ausreichend ist. Ja. Feststellungen haben ergeben. Und jetzt kommt der Gipfel. Eine Differenzierung der Speicherdauer und Zugriffsvoraussetzungen anhand der zu speichernden Datenarten hinsichtlich ihrer Eingriffsintensität. Versteht das jemand? Na, wir machen gleich noch Questions and Answers. Dann bitte ich um eine deutliche Erklärung. Eine Differenzierung der Speicherdauer und Zugriffsvoraussetzungen anhand der zu speichernden Datenarten hinsichtlich ihrer Eingriffsintensität. Eingriff ist doch sowas an der Unterhose, ne? Also, es ist nicht ganz klar. Aber kommen wir mal auf die Konstruktionen. Die sind also sehr interessant. Feststellungen in der Praxis haben ergeben. Das ist jetzt kein Passiv, sondern eine Nominalisierung. Die funktioniert aber genauso. Ich unterdrücke da wieder denjenigen, der es tut. Feststellungen haben ergeben. Wer bitte hat festgestellt? Das wäre doch interessant. Feststellungen, seltsam. Das Wort Feststellungen ist auch seltsam. Warum steht das im Plural? Feststellungen, also irgendwelche Dinge, die man nicht genau weiß. Vor allen Dingen wissen wir nicht, wer handelt. Und dann eben auch Differenzierung der Speicherdauer. Ja, wer differenziert? Und Differenzierung ist auch immer ein gutes Mittel, Nebel zu verursachen. Es muss irgendwie Unterschiede gemacht werden. Naja, gut, dann ist nicht ganz klar. Und der Speicherdauer und Zugriffsvoraussetzungen, da wissen wir nicht genau, Differenzierung der Zugriffsvoraussetzungen oder ist Zugriffsvoraussetzungen überhaupt gemeint? Also wir wollen Zugriffsvoraussetzungen und dann, ja, anhand der zu speichern und hinsichtlich, anhand und hinsichtlich, beides mal eigentlich das Gleiche, anhand und hinsichtlich, und wir wissen nicht genau, was gemeint ist. Also hier wird auch wieder deutlich Nebel verursacht. Und ich bitte nachher bei Questions and Answers dann vielleicht um eine Erklärung, was man uns hier sagen will. So, jetzt haben wir die Regierungspartei, eine Oppositionspartei. Und jetzt hätte ich noch jemanden, der so ein bisschen unter dem Radar ist, einen Vertreter einer Splitterpartei, der vorhin schon im Bild war, mit Westerwelle im Nebel, den... Westerwelle gibt es noch, das ist der Außenminister, falls es jemandem entgangen ist. Und ich habe hier einen kurzen Ausschnitt aus seiner letzten Rede im Bundestag. Also letzt heißt jetzt, also die er zuletzt gehalten hat. Wenn es seine insgesamt letzte wäre, wäre es vielleicht auch ganz gut. Schauen wir mal. Das ist das Ende seiner Rede und das sollten wir uns in der Tat etwas genauer anschauen. Auch hier bitte ich darauf zu achten, was er uns eigentlich mitteilen will. Also es geht zunächst als Vorwarnung irgendwie um Kinder. Das ist aber, das konnte ich nicht ganz abschneiden. Also, er denkt jetzt mal an die Kinder, ist auch ganz gut. Und dann kommt der eigentliche Schluss der Rede. Einkam, schüchtern zu Boden blickten. Die Jungs, die in Anbetracht der ausländischen Besucher zeigen wollten, was sie alles können, mit ihren 8, 9, 10, 11 Jahren. Meine Damen und Herren, ich glaube, es täte uns gut, wenn wir über Afghanistan reden, dass wir ab und zu auch das Bild dieser Kinder bei unseren nüchternen Beratungen mit dem Kopf behalten. Wir tun es für die Kinder, wir tun es natürlich für unsere eigene Sicherheit. So, jetzt kommt der entscheidende Teil. Nichts ist einfach in Afghanistan und vieles ist noch nicht so, wie es sein soll. Und ich fürchte, vieles wird auch schwierig bleiben.
Aber am Ende dieses Jahres, nach der Bonner Konferenz, bin ich überzeugt, wir sind mit unserem Einsatz und mit der neuen Partnerschaft auf dem richtigen Weg. Wir eröffnen Afghanistan die Chance auf eine friedliche und freie Zukunft im Interesse der Menschen dort und im Interesse der Sicherheit hier. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, man achte auf den etwas gelangweilten Applaus aus den Reihen der FDP und aus den Reihen der CDU. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Schauen wir uns das mal an. Also er sagt etwas über Kinder und wir tun es für die Kinder, klar, und für unsere Sicherheit. Und jetzt kommt der Schluss. Schluss der Rede. Also immer das, was besonders nochmal alles zusammenfasst und die Sache im Gedächtnis stehen lässt. Nichts ist einfach in Afghanistan und vieles ist nicht so, wie es sein soll. Ich fürchte, vieles wird auch schwierig bleiben. Aber am Ende dieses Jahres, nach der Bonner Konferenz, bin ich überzeugt, wir sind mit unserem Einsatz und mit der neuen Partnerschaft auf dem richtigen Weg. Wir eröffnen Afghanistan die Chance für eine friedliche und freie Zukunft im Interesse der Menschen dort und im Interesse der Sicherheit hier. Also wir erfahren, es geht um Afghanistan. Wir könnten statt Afghanistan noch mal was anderes einsetzen, so probehalber. Versuchen wir es mal mit Europa. Wäre auch sehr aktuell. Nichts ist einfach in Europa und vieles ist noch nicht so, wie es sein soll. Ich fürchte, vieles wird auch schwierig bleiben. Aber am Ende dieses Jahres, nach der Bonner Konferenz, bin ich überzeugt, wir sind mit unserem Einsatz und mit der neuen Partnerschaft auf dem richtigen Weg. Wir eröffnen Europa die Chance auf eine friedliche und freie Zukunft im Interesse der Menschen dort und im Interesse der Sicherheit hier. Okay, passt nicht. Menschen dort, Sicherheit hier, ist komisch. Also nicht Europa, nehmen wir Afrika. Nichts ist einfach in Afrika und vieles ist noch nicht so, wie es sein soll. Ich fürchte, vieles wird auch schwierig bleiben. Aber am Ende dieses Jahres nach der Bonner Konferenz bin ich überzeugt, wir sind mit unserem Einsatz und mit der neuen Partnerschaft auf dem richtigen Weg. Wir eröffnen Afrika die Chance auf eine friedliche und freie Zukunft im Interesse der Menschen dort und im Interesse der Sicherheit hier. Passt. Also dieser Abschnitt kann in jede Rede über Außenpolitik. Wir müssen da nur Dollar Region eingeben. Und es passt. Ja, wahrscheinlich gibt es so ein Buch, Reden für Außenminister. So, aber wie kommt das, dass er eigentlich nichts aussagt? Das kann man sich jetzt etwas näher anschauen. Es liegt zum einen daran, dass er sogenannte Indefinitpronomina verwendet, also Pronomina, die irgendwie unklar sind, neblig, nichts, vieles, vieles, nichts. Und jetzt kommt das eigentlich Geschickte, also ist nicht ganz ungeschickt. Es kommen sehr viele Substantive, die eigentlich nichts bedeuten. Intentionsarm, wir kennen das Wort schon. Ne? Einsatz, Partnerschaft. Richtiger Weg, Chance, friedliche, freie Zukunft, Menschen und Sicherheit. Das sagt alles nichts aus. Es sind aber sehr positive Begriffe. Ne? Einsatz ist gut, Partnerschaft, der richtige Weg, Chance, Zukunft, Menschen, Sicherheit. Also alles sehr, sehr positiv. Also man hat irgendwie ein gutes Gefühl danach, aber es ist nichts gesagt worden. Ne? Also er verzichtet auf Bedeutung, Denotation eben, und Intention. Und stattdessen verbreitet er gutes Gefühl durch die Wörter, die irgendwie was Positives ausdrücken. Ich habe vorhin gesagt, möglicherweise gibt es eine Anleitung. Ich habe die Anleitung auch wirklich gefunden bei YouTube. Es gibt ein Vorbild, einen Parlamentarier aus der Zeit des Schwarz-Weiß-Fernsehens, Karl-Heinz Stiegler. Und der macht es genau vor. Ich habe den analogen Abschnitt Ende seiner Rede im Bundestag. Meine Damen und Herren, soziale Gerechtigkeit als erste Verpflichtung. Wir wollen nicht vergessen, draußen im Lande, hier und heute stellen sich die Fragen und damit möchte ich schließen. Letzten Endes, wer wollte das bestreiten? Ich danke Ihnen. Ja. Genau, soziale Gerechtigkeit hier im Lande, draußen und hier und da. Hier und dort, und wer wollte das bestreiten?
genau, ich danke Ihnen. Das ist tatsächlich genau das gleiche Muster. Ja, und damit bin ich auch soweit und danke Ihnen hier und heute und den Menschen da draußen. Vor der Fragerunde, und bitte stellt euch doch schon mal an, wenn ihr Fragen habt, möchte ich noch ein bisschen was sagen zu dem Thema Müll. Nehmt ihn endlich mit. Bitte, ich hab's leid, hier Säcke rauszutragen. Ich nicht. Das Zweite ist, bleibt bitte möglichst sitzen, und wenn hier Frage und Antworten nach Talk sind, es stört einfach viel zu sehr, wenn die Leute rein und raus rennen. Und wenn ihr einen anderen Talk wollt und da passiert noch was, dann tut den anderen den Gefallen und rennt nicht in den Talk rein. Das stört nämlich auch sehr, vor allen Dingen auf dem Stream. Ja, danke schön. Jetzt kommen wir zur Fragerunde. Gibt's Fragen? Okay, fang an. Vielen Dank für deinen genüsslichen Talk, Maha. Hast du noch mal die Folie mit der Eingriffsintensität? Genau, die habe ich. Ups, das ging jetzt zu schnell. Ups, da. Die Eingriffsintensität. So. Die Eingriffs... Wo war sie noch mal? Der letzte Abschnitt. Ach ja, genau. Datenarten hinsichtlich in ihrer Eingriffsintensität. Ich habe herausgefunden, wer da eingreift. Mhm. Es sind die Datenarten. Ah ja. Genau. Okay, eine Frage aus dem Internet. Es gibt einmal eine Anmerkung, dahingehend zur Gutenberg-Rede, glaube ich, dass es keine Risiken, dass sie nicht wahrscheinlich oder unwahrscheinlich sind, sondern dass es sie gibt oder dass es sie nicht gibt. Und dann kam die Frage, inwieweit glaubst du, dass die Politiker, Redenschreiber so direkt und wissenschaftlich an die Sprache rangehen wie du, beziehungsweise umgekehrt, inwieweit die Reden mehr oder weniger intuitiv geschrieben werden? Nein, also intuitiv kann mal was geschrieben werden. Also bei Uhl könnte ich mir vorstellen, dass es relativ intuitiv ist. Ja, deshalb sind sie auch so entlarvend, weil er eben das sagt, was er denkt, ja, mit den Sicherheitsbeamten. Bei Merkel ist das sicherlich nicht so. Also diese Regierungserklärung ist immerhin eine offizielle Regierungserklärung. Die wird im Wortlaut publiziert. Es wird vorher schon den Leuten mitgeteilt, was sie sagt. Da gibt es dann so eine Sperrfrist. Das ist genau geplant, und wir wissen ja, sie hat ja von Samstag gesprochen, das war, glaube ich, ein Montag, der 14., könnte man nachgucken. Also sie hatte auch am Wochenende Zeit, das vorzubereiten, nicht nur sie, auch die Leute, die mit ihr zusammenarbeiten, die Referenten. Meine andere schreiben ganze Doktorarbeiten von Samstag bis Montag, ja, oder lesen sie zumindest, wie Gutenberg am Wochenende, habe ich mich zum ersten Mal mit meiner Dissertation beschäftigt, hat er ja gesagt. Also das ist vorbereitet. Deshalb an der Stelle darf man keine Gefangenen machen. Das ist wirklich also ganz offizielles Wort und wohl überlegt. Man sieht das auch. Sie hat so eine gewisse Angst, eben genau, dass man solche Präsuppositionen machen kann. Deshalb sagt sie ja immer, es war und es ist auch so. Ne? Und wir können nicht zur Tagesordnung gehen und wir gehen auch nicht zur Tagesordnung, damit man eben nicht irgendwie folgen kann, na, sie tut es halt doch oder so. Das ist hier sehr wichtig, und das zeigt, dass sie auch nachgedacht hat über das, was sie hier sagt, oder eben ihre Referentin, die da mitarbeitet. Also das ist natürlich wirklich wohl überlegt, und bei einer Regierungserklärung darf man keine Gefangenen machen. Beim Interview schon, wie gesagt, dieses Interview ist irgendwie spontan, auch bei Gutenberg, das ist klar,
merkt man ja auch, diese Rückfragen auch über die Sprache mit dem Mann zeigen, dass da ja tatsächlich das unplanmäßig gemacht worden ist. Es ist möglicherweise auch nachher überarbeitet worden. Denn ich glaube, dass Gutenberg, also ich weiß es nicht, ne, das ist spekulativ, dass er auch hier wieder von mühevoller Kleinarbeit gesprochen hat und dass man das ersetzt hat durch sorgfältige Detailarbeit, weil es einfach, na, Kleinarbeit ist komisch. Das ist ein Wort, was es eigentlich nicht gibt. Detailarbeit trifft es besser. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man danach gearbeitet hat. Aber das ist spontan, deshalb kann man es vielleicht nicht ganz so ernst nehmen. Aber die Regierungserklärung ist geplant und da beschäftigen sich die Leute auch mit Sprache. Also es ist wirklich genau überlegt und da soll man dann auch vielleicht entsprechend kritisch rangehen. Okay, auf den ersten Folien hattest du ja nochmal das schöne Zitat mit Wahrheit bringt es an den Tag mit dabei und das Sprache bringt es an den Tag. Und das impliziert ja, dass Sprache die Wahrheit, dass die Sprache immer die Wahrheit an den Tag kommt. Ja. Ich erinnere mich aber noch, dass du in der Alternativlos-Folge oder Kai Biermann, einer von euch beiden, in der Alternativlos-Folge, wo ihr zu Gast wart, gesagt habt, dass es eigentlich keine ehrliche Sprache gibt, sondern Sprache sei nur ein Werkzeug. Ich weiß nicht, also ist da nicht irgendwie ein Widerspruch? Nein, das ist kein Widerspruch. Also ich denke tatsächlich, dass Sprache ein Werkzeug ist, deshalb es gibt keinen richtigen neutralen Ausdruck. Und das ist eben genau der Grund, warum Sprache immer etwas an den Tag bringt. Ich kann mich nicht lösen von gewissen Wertungen, die ich verwende. Also entweder ich sage Speicherdauer oder Mindestspeicherung oder Vorratsdatenspeicherung, je nachdem welches Wort ich benutze, wird eben auch deutlich, in welches Lager ich gehöre. Deshalb ist, oder damit, wenn ich dann Computerwanze oder sowas sage, statt Online-Durchsuchung oder so, ist das schon ein gewisses Lager oder Bundestrojaner oder Staatstrojaner. Also es gibt kein wirklich wertfreies Wort. Und das ist eben genau der Grund, warum Sprache immer entlarvt, weil ich eben nicht es gibt im Grunde kein neutrales Wort. Das versucht man immer in der Wissenschaft mit Terminologie, dann nimmt man spezielle Fremdwörter dafür, damit es eben irgendwie dann doch neutral ist. Aber wenn ich mich außerhalb der Wissenschaft bewege und eben im politischen Zusammenhang ein Wort wählen muss, dann lege ich mich mit der Auswahl des Wortes fest. Und es gilt nicht nur für Wörter, es gilt eben auch für solche Konstruktionen. Sobald ich eben hergehe und eben irgendwie so Füllsel verwende oder Passivkonstruktionen, hat das eine zusätzliche entlarvende Komponente. Ja. Ja, ich habe eine Metafrage. Du hast erst erklärt, was eine Präsupposition ist und dann hast du von einem SPD-Aktivisten gesprochen und ich frage mich, ob das ein Test war. Danke, ja, es war ein Test. Ja, genau, also die Präsuppositionen sind auch deshalb so entlarven, weil man natürlich nie ohne Präsuppositionen sprechen kann. Und deshalb steckt da auch immer schon was drin, an Wertung. Also wenn man genau aufpasst und guckt, was unterstellen die Leute, also Präsuppositionen sind ja sozusagen auch Unterstellungen, dann weiß ich mehr über die. Also ich kann mich da an eine Szene erinnern, ich habe mich mal beworben, ich kann auch sagen, an der Uni Hannover, bin nicht genommen worden und das war mir sehr schnell klar, weil der Kommissionsvorsitzende immer so ja, Unterstellungen machte. Ne? Also wer sich mit italienischen Dialekten beschäftigt, meinte er dann, ja, damit beschäftigen sich ja auch Leute, die eigentlich nicht so kompetent sind in der Sprache und so. Und damit wurde dann halt unterstellt, ne, ich konnte gar nichts dagegen sagen. Ne. Das ist eben genau das Entlarvende, die Unterstellung, die jemand macht. Aber die Präsuppositionen immer gleich zu entdecken, ist halt schwierig. Es wird einem leicht gemacht, wenn also Merkel dann eben auch noch das besonders betont, mit dem Unbestritten. Wenn sie das nicht gemacht hätte, wie gesagt, kann man es leicht übersehen. Und das mit den Aktivisten habe ich ehrlich gesagt auch übersehen. Ja, eine Frage, eine Anmerkung. Hallo. Frage, kann man einfach so parlamentarische Protokolle sinnändernd verändern? Ja, das darf man. Interessant. Ah, spannend. Das darf man überall. Es gibt, ich erinnere, ich habe das auch hier, also diesen Ausschnitt aus Yes Minister, wo dann eben auch gesagt wird, wie man das macht mit den Protokollen. Da schlägt ja dann der Kabinettssekretär dem Referenten vor, er soll doch schreiben, der Minister hat
gesehen, dass es keine rechtlichen Möglichkeiten gibt, gegen das Buch vorzugehen. Anstatt zu schreiben, der Minister möchte dagegen vorgehen. Also genau das und solche Änderungen geschehen. Und das ist offensichtlich überall erlaubt. Und eine zweite Sache, manche dieser Unworte, die ich da gesehen habe, erinnern mich massiv an Agreed Language in internationalen Agreements. Also wo es halt sehr schwierig ist, dass wenn 50 Staaten sich auf die deutsche Übersetzung dieses Unworts geeinigt haben, das jemals wieder aus dem Sprachgebrauch rauszubringen. Richtig. Also ich weiß nicht, ob das jetzt auf diese Worte zutrifft, aber es hat mich schmerzhaft daran erinnert, ja. Von Aktivistenseite. Ja, das Problem ist eben auch, dass Wörter, das habe ich aber auch schon mal gesagt, dass Wörter halt sich selber besonders in ihrer Bewertung, also in der Konnotation, weiterentwickeln. Vorratsdatenspeicherung war ja eben auch als positives Wort gedacht. Vorrat ist positiv. Und dann ist das abgenutzt worden und ein Wort der Gegner geworden. Und jetzt beginnen halt die Politiker, das durch was anderes zu ersetzen. Eben Mindestspeicherung und dann am Ende einfach nur noch Datenspeicherung, was völlig nebulös ist. Also es muss Datenspeicherung gemacht werden. Einfach um zu vermeiden, von Vorratsdatenspeicherung zu sprechen. Und trotzdem wird man das Wort Vorratsdatenspeicherung, also werden diejenigen, die das eigentlich vermeiden wollen, werden das Wort nicht los. Also es ist unheimlich schwer. In dem Fall ist es ein Vorteil. Ja, hallo Mara. Erstmal vielen Dank für deinen Vortrag. War mal wieder schön amüsant. Es heißt, nichts ist so satirisch wie die Realität. Auf jeden Fall zu meiner Frage. Letztes Jahr ging es um das schöne Wort wir. Und da war die Frage, wer ist wir? Dieses Mal geht es ums Gutenberg-Passiv, ums Ul-Passiv. Da ist die Frage auch wieder, wer? Verfolgst du eine geheime Agenda, die Politiker dazu treiben soll, dass sie sich eines Tages mit ihren Worten und damit auch mit ihrer Arbeit identifizieren? Ja. Ja, also ich möchte schon darauf hinwirken und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass es vielleicht sogar im Ansatz gelingt, so am Rande der Politik, so bei den Grünen, bei den Piraten, habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass die ein bisschen mehr auf ihre Sprache achten und insbesondere dann auch mal Verantwortung übernehmen und sagen, ne, ich handle so, ne, und nicht, es wird irgendwie gemacht und wir machen und wir haben die Kraft. Nee. Also, wir wollen ja schon genau wissen, wer gemeint ist. Also das halte ich für ganz wichtig und ich hoffe, dass es da zu einer Änderung kommt. Ich werde da jedenfalls weiter drin rumstochern, bis dann eben die Leute vielleicht wirklich mal auf die Idee kommen, klar zu benennen, wer hier handelt. Und das ist das Problem. Eine weitere Frage der Daheimgebliebenen. Der Fragesteller entschuldigt sich im Vorfeld schon, dass er dir gerade eine Pointe verdarbt. Das geht nochmal um das SPD-Zitat und zwar darum, ob diese Stelle, die du da gerade nochmal als Hausaufgabe gestellt hattest, sich auf die IP-Verbindungsdauer von der Vorratsdatenspeicherung bezieht oder worum es da jetzt an der Stelle mit dem Wort Eingriffstiefe eigentlich konkret geht. Ja, das weiß ich nicht. Es ist auch, ich meine, man kann jetzt sagen, ist aus dem Zusammenhang gerissen, aber so steht das da. Es steht da, wir fordern und dann kommt genau dieser Text. Also da fehlt nicht irgendwas an Informationen. Also bei dem Merkel-Zitat gebe ich zu, da mag sein, da war vorher was ich dann vielleicht da rausgerissen habe, aber an der Stelle kommt am Ende genau dieser Punkt. Außerdem fordern wir auf EU-Ebene und dann steht der ganze Text da. Also da fehlt nicht etwas. Das heißt, die Bezüge müssen wir uns wirklich selber denken. Und das ist an der Stelle wirklich seltsam. Also manchmal muss ich ja wissenschaftliche Anträge begutachten. Und wenn einer irgendwie sowas Unklares da schreibt, schreibe ich immer dran, was soll das? Ne? Und dann kann man halt im Gespräch dann nochmal nachfragen. Und wenn der andere es dann einem gut erklärt, schön, dann ist okay und wenn nicht, dann wird es halt vielleicht nichts mit dem Antrag. Aber an dieser Stelle, ich meine, das ist immerhin ein Beschluss, der auf dem Parteitag getroffen wurde, das sollte eigentlich hinreichend klar sein. Bei solchen Beschlüssen will man eigentlich so eine einfache Sprache ohne viel Nominalisierung, dass man weiß, was gewollt ist. Denn was nützt einem ein politisches Programm, wenn man nicht genau versteht, was das eigentlich soll? Zum Thema Merkel. Die hatte ja am Anfang diesen wunderbaren roten Faden, von dem sie immer gesprochen hat.
der ihr gesagt hat, dass die Atomkraftwerke in Deutschland ja ganz, ganz sicher sind, ja, und dass er immer nur diesem roten Faden folgen muss. Und dann glaubst du, dass sie wegen dem Projekt eigentlich immer an ihrer Aussage, wie sie sie hier auch hatte, dass die bisher total sicher waren und dass die Sicherheit gewährleistet ist und dass es da keinen Zweifel dran gibt, dass sie deswegen daran so festhält? Und ob sie vielleicht auch deswegen mal irgendwann wieder zurück will zu den Dingern, die sie jetzt stillgelegt hat? Ja, sie will zur Tagesordnung übergehen. Das heißt, also, nein, nicht jetzt übergehen, sondern die Tagesordnung ist halt vorgegeben. Also ich glaube nicht, dass sie irgendwie sagt, dass sie was falsch gemacht hat. Man kann sich das nochmal, das ist ja im Netz auch, ich habe das ja auch in der schriftlichen Fassung, die noch nicht ganz vollständig ist, aber auch verlinkt, da kann man nochmal gucken. Sie kommt ja mehrmals, es wird ja mehrmals nachgefragt, auch von den Journalisten, ob sich die Regierung vielleicht geirrt hat mit der Laufzeitverlängerung. Und da lenkt sie jedes Mal davon ab und sagt, also damals war die Entscheidung richtig, und oder nein, sie sagt sogar, die Entscheidung ist richtig, aber die Umstände haben sich jetzt geändert, deshalb müssen wir jetzt evaluieren, analysieren und so weiter, was sie auch sagt. Also es ist offensichtlich so, das kann man ja auch erkennen, dass sie eigentlich auf ihrer Linie bleibt oder die Sache zumindest so darstellt, dass sie auf einer Linie bleibt. Hat sich ja ein bisschen was vielleicht geändert, aber auch nur Nuancen. Ja, jetzt an dieser Stelle und noch vor der Fragerunde möchte ich die Anwesenden darum bitten, sicherzustellen, dass der Müll rausgebracht wird. Noch besser wäre gewesen, wenn du gesagt hättest, dass sichergestellt wird, dass es dann nur rausgebracht wird. Danke für die Lektion. Es kam der Reinruf, er möchte bitten, dann bitte doch mal. Ach so. Du hast vorhin gesagt, dass es eigentlich keine Möglichkeit gibt, ohne Wertung zu reden. Ja. Und dass Wissenschaftler, also Sprachwissenschaftler, trotzdem versuchen, Worte zu finden, mit denen man nicht wertet. Aber gerade ist es nicht paradox, denn gerade wenn man danach sucht, dann wertet man ja die anderen Begriffe ab und hat dadurch wieder eine eigene Meinung. Also das ist doch eigentlich unmöglich. Es ist eigentlich unmöglich. Aber in der Wissenschaft, durch die Verwendung von so seltsamer Terminologie, die dann meistens irgendwie aus einem anderen Sprachraum kommt, griechische Wörter, lateinische Wörter, versucht man eben so eine Distanz zu schaffen, um dann eben zumindest die Simulation der Objektivität hinzukriegen. Aber ganz geht es natürlich nicht. Auch da ist immer das Problem. Also gerade in der Sprachwissenschaft ist es ein ganz großes Problem, dass man mit Sprache über Sprache sprechen muss. Da haben sich auch viele Leute Gedanken gemacht. Leibniz wollte eine extra Sprache erfinden, hat er auch angefangen, das zu entwickeln. Oder Condorcet, den kennen wir von verschiedenen Wahl- und Abstimmungsmethoden, hat auch ein Buch geschrieben über eine mathematisch basierte Sprache für die Wissenschaft, die halt wirklich neutral ist, aber auch das ist nicht gelungen. Oder Lochbahn ist ein Projekt, mit dem man versucht, wirklich rein logische Sprache zu machen, um sich eben davon zu befreien, dass eben alles irgendwie schon festgelegt ist und auf Voreinstellungen beruht. Aber es gelingt halt irgendwie nicht so richtig. Selbst da kann man immer wieder erkennen, auch bei Lochbahn ist nicht die reine Logik drin, sondern stecken auch noch andere Vorstellungen dahinter, die man hinterfragen kann. Zum Beispiel, dass Zeit in einer bestimmten Weise verläuft. Das geht also über das rein Logische vielleicht hinaus. Also es ist ganz schwierig. Aber in der Wissenschaft versucht man das halt und naja, tut es dann mehr schlecht als recht. Aber in der Politik gelingt es gar nicht, weil Politik halt keine Wissenschaft ist. Da ist man halt immer festgelegt. Maha, es tut mir so leid, dir das Wort abschneiden zu müssen an der Stelle. Wir müssen leider aufhören. Ich könnte dir noch Stunden zuhören. Oh. Ja, dann beam ich mich mal weg.